Heute nicht. Hey, da ist eine Laus. Geil. Mm-mm. Auch nicht. Wait a minute. Who are you? Na, Bartholomäus TV. Und jetzt habe ich doch Bock. So, mein Lieber, heute geht's los auf? Ja, wissen wir auch noch nicht. Barsch und Hecht wahrscheinlich. Denke mal. Gucken, was kommt. Hecht ist immer ganz gut ans Beifangen zu bekommen. Ich denke mal, daher werden wir wahrscheinlich mit kleinen Ködern heute angeln. Ja, auf gezielt Barsch. Auf Barsch, aber die Hechte knallen sowieso rauf. Genau. Also tatsächlich auch nicht nur die große, nicht nur die kleinen, auch mal die großen. Na, mal schauen, was es wird heute. Bellig sind soweit fertig. Jetzt geht's los und ihr seid dabei. Viel Spaß. Ja, Hecht. Oh. Die kleine Maus. Oh, ganz schön Feuer, du. Jetzt hängt wieder einer. Die stehen kurz, also hier draußen, vor den Stegen. Ja. Boah, das ist aber ein Barsch, oder? Nee. Ja. Er hat noch keinen Bock. Naja. Ich finde, die sind ganz schön kampfstark, auch für die Größe. Guck dir den mal. Also ja. Nee, Kimgriff, der ist viel zu agil. Wirklich schöner Fisch. Der möchte auch wieder zurück. Also. Soll er. Ab zu Mama. Ja, ja. Oh, guter Fisch. Ja, hab ihn. Während ich hier eigentlich nur noch hin und her fahre, holt Hannes jetzt den dritten Hecht raus, also des Tages jedenfalls. Und man könnte denken, es ist der gleiche. Das waren jetzt vielleicht 5 Minuten. Nicht mal. Nein. Ja, und gleiche Größe, genauso agil. Also der. Wo, vielleicht ist er das sogar, ne? Ja, wer weiß, aber darf auch wieder zurück. Bring Oma mit.
Jetzt aber bitte. Ja. Auch wieder gefangen auf einen Köder von Maleo Fishing. Nochmal. Genau der gleiche. Komm hier nicht alle Fische raus, du hast schon beim Event gut abgeräumt. Ja, du hast doch hier schon gefischt. Ich mach nur die Nacharbeit wieder. Ja, hier, hier. Der Junge macht mich fertig. Du bist wieder vorbeigefahren. Ach du mein Gott. Das ist zwar kein großer, ne? Aber ich bin ja kleiner echt. Mal wieder auf den gleichen Köder tatsächlich. Der ist jetzt auch echt durchgerockt. Gucken, wie lange er noch hält. Hannes tauscht gerade sein Fluorocarbon-Material. Ist ein bisschen durchgescheuert. Also wir haben hier schon öfters drauf geangelt auf diesem See und haben sie die Erfahrung gemacht, wenn wir auf Barsch angeln, ist das Stahlvorfach eher abschreckend und deswegen fischen wir überwiegend mit Fluorocarbon oder Hartmono. Stärke meistens nicht unter 0,35. Naja, meistens sogar eher 0,40, 0,50 sogar. Also die Barschangler von euch werden uns bestimmt ein bisschen belächeln, aber sicher ist sicher und ja. Glaube, ich hatte schon lange keinen Abriss mehr. Also nicht. Auf dem See wirklich nicht. Nee, das stimmt. Also gerade beim Jiggen, die Hechte inhalieren den Köder selten, genau. Weil sie eben zu Boden drücken und dann maximal bis zum Bleikopf vorkommen. Ja. Also es gibt natürlich die Ausnahmen, aber in der Regel bleiben sie ganz vorne spitz gehakt. Genau. Ja. Wuhu! Tagesgrößter Barsch! Ja, ist so. Ist das auf Kamera? Nee. Ja. Nicht gefilmt. Gleicher Köder, anderer Fisch. Jetzt ist kein Monster, aber ein großer für heute. Wir sind wieder durch für heute. Haben 3 Stunden ungefähr geangelt, sag ich mal. Wir sind ja so verrückt. Ja. Ich glaube ja. Ja. Ist auch egal. Na, wir sind ja so verrückt, wir waren ja das Wochenende in Neukano. Und jetzt auf dem Rückweg sind wir nochmal in ein süßes Hausgewässer gefahren. Weil wir nach 2 Tagen durchgängig Bellyboot fahren natürlich nicht genug bekommen konnten. So ging es nochmal raus aufs Wasser. Er hat aber Spaß gemacht. Es ist genug Fisch heute für 3 Stunden rausgekommen. Ich habe einen Hecht gefangen und ein paar Barsche. Und du hast, glaube ich, 3 oder 4 Hechte gefangen. Ja, 3. Gleich zu Anfang ein Vielbiss. Ja, hat Spaß gemacht. Wir werden jetzt nach Hause fahren, werden unsere stinkenden Klamotten in die Waschmaschine schmeißen. Ja. Und dann geht's wahrscheinlich in 2 Tagen wieder los. Aber wahrscheinlich nicht mit den Bellybooten, sondern mit dem Schlauchboot. Ist es zu kalt. Genau. Was heißt zu kalt? Wir haben heute 20 Grad für Ende Oktober. Das ist schon... Ja. Mal eine Ansage, aber das ist die Ausnahme. Die nächsten Tage werden, schätze mal, ja auch noch warm, aber dann geht das alles unter 10. Hoffen wir. Auf jeden Fall soll es nicht regnen, jedenfalls laut Wetterbericht. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal und kommentiert fleißig. Wir schreiben auch gerne zurück. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ne? Ja. Würde ich sagen. Also. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.